So, wir kommen zurück zu Gothic 3. Dem Spiel, wo ich immer noch nicht meinen Gedanken zu Alyx zu Ende gebracht habe. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass in diesem kompletten Alyx, weiß ich nicht, aber das sah von Let's Play sah es auch so ein bisschen aus. Also bei diesen Spielen sieht es halt immer so aus, dass es halt unnötig schwer ist, den Anfang zu machen, weil... Kann er sich nicht blocken mit seinem Bogen da? Altens. Jetzt ernsthaft noch den Kampf gegen mich. Komm schon. Das war leider auch nur ein leicht bewaffneter Bandit. Die Hellebarde hat es ganz schön drauf. Kann ich die ja nicht tragen, die Hellebarde? Hellebarden. Ich könnte übrigens diese Sachen hier, das Schwert macht weniger Schaden. Dafür macht es aber, es ist vergiftet. Range. Schön, dass. Also, ich lese immer Range vor. Weil es ja logisch, weil das Spiel ist ja deutsch. Also, es steht auf jeden Fall Range. Assassinenmesser. Brauchst du hier Schwert? Brauchst du so ein Schwertkämpfer? Achso, Schwertkämpfer ist die Voraussetzung, nicht Schwertmeister. Schwertkämpfer habe ich ja. Wo ist das? Achso, die Hellebarden sind beide kaputt. Warum eigentlich? Ne, das sind die rostigen Schwerter. Oder das sind die Hellebarden. Große Waffen. Muss ich da bitte schon große Waffen haben? Wurde das nicht durch einen deutschen Entwickler geschrieben, das Spiel? Wie kann denn das passieren, dass da... Gut, das ist wahrscheinlich was original für den englischen Markt. Aber mir geht trotzdem das Fleisch aus, möchte ich mal feststellen fürs Protokoll. Ich glaube, ich hätte Gothic 3 mit Bogen spielen sollen. Es scheint mir wohl die bessere Variante zu sein. Bis jetzt waren die meisten Gegner mit Bogen sehr gut zu besiegen, während das im Nahkampf so ein bisschen schmerzvoll ist. Was aber auch daran liegt, dass meine Rüstung so schlecht ist. Wenn ich hier eine vernünftige Rüstung hätte, wie zum Beispiel die, die ich mit 110 Jagdgeschick tragen könnte, dann würde ich hier wesentlich besser darstellen. Mein Jagdgeschick wird nicht besser, egal wie viel ich jage. Gönn dir helle Baden und Out-Reichweite. Ja, aber dann müsste ich ja schwere Waffen spielen. Richtig, aber trotzdem geht das so nicht weiter. Die kommen bestimmt alle, wenn ich jetzt hier anfange. Geflohener Dieb. Taschendieb. Er sieht nicht so richtig... Berechenbarer Streuner. Taschendieb. Die sehen halt nicht so richtig aus wie Taschendiebe. Ja, als ob. Willst du aussehen wie ein Igel? Ich könnte natürlich auch einfach lernen, den Nahkampf gehen und probieren lernen, ne? Ich denke, ich bin ein Savannah-Bursche. Guck mal, der hat 19 Pfeile dabei gehabt. Da haben wir direkt nochmal quasi Plus gemacht von den Pfeilen mal, obwohl ich wahrscheinlich mehr als 19 Pfeile. Oh ne, ich habe nicht mehr als 19 Pfeile verbraucht. Das ist ja echt nicht, dass ich meine guten Pfeile nicht wieder kriege. Kann das sein, dass ich hier übrigens unendlich viele Pfeile rausholen könnte aus den Typen hier? Wenn ich die einfach nur mich genug zur Seite stellen würde? Also die schießen ja die Pfeile und wenn die Pfeile in der Landschaft landen, dann kann ich die ja einsammeln. Also wenn ich so gegen so Bogenschütze stundenlang kämpfen würde, dann müsste das doch gehen, oder? Ja, Geschick ist doch nur Geschicklichkeit, oder? Ich habe keine Ahnung, aber ich habe halt, mir fehlen halt so 10. Ich will nur die Rüstung anziehen eigentlich. Und bis jetzt habe ich halt so 3. Ja, es ist Geschicklichkeit. Der hat bei Boromir gelernt. Kann ich das am Innusschrein leveln? Weil das hat bis jetzt mir noch keiner leveln wollen. Ich könnte halt nur Stärke leveln. Na gut, jetzt. Ich muss jetzt eh Banditen töten, weil ich habe gerade keine Erfahrungspunkte. Deswegen geht das halt gerade eh nicht so gut. War Boromir nicht der Zwerg? Nee, war er nicht. Das war der andere Typ, der am Ende den Ring klauen wollte, oder? Jetzt kommen die wirklich alle. Oh, das ist, Oh. Die sehen ein bisschen fieser aus. Kennt ihr noch aus Stronghold diese Keulenschwinger? So ungefähr sieht der aus. Woran genau erkennt eigentlich der namenlose Held, dass es sich hierbei um einen Taschendieb handelt? Ich meine, das ist vom bewaffneten Räuber nicht zu unterscheiden.
Jetzt hätte ich gesehen, schieße ich hier übrigens schon wieder. Ne? Wollen wir manchmal, ich hoffe, jetzt kommen nicht gleich alle Banditen aus der Bude raus. Die gibt es bestimmt noch eine Quest, nehme ich mal an, oder? Busch, ich will dich ja nicht unterbrechen, aber deine Kumpels haben dich gerade alleine gelassen. Oh, eine Schachkeule. Wie viel XP bringen die eigentlich? Ah, nicht so viel. Also ich glaube, mit Wölfe töten würde ich prinzipiell besser fahren, glaube ich. Heilen die sich irgendwann? Also auf sehr lange, lange Zeit gesehen habe, müsste ich die auf jeden Fall tot kriegen. Wo ist denn dieser andere Typ hin? Mein Taschendieb. Ich reiß dir den Kopf ab. Na bitte nicht. Mist. Also die Stachelkeule scheint irgendwie ein echter Nachteil zu sein, so als Waffe, weil die ist halt echt schwer. Und Leute, die halt kleine, langsame Schritte nach hinten machen, können diesen Menschen halt sehr leicht besiegen. Also das läuft wahrscheinlich darauf hinaus, dass ich diese Typen da wirklich ganz langsam töte. Oh, oder ich treffe den Tisch. Hä? Das ist gar kein Tisch, das ist so ein... Ich weiß gar nicht, was das eigentlich genau ist. Ich habe irgendwie leichte Skyrim-Flashbacks, muss ich sagen. Ich habe nicht genug Pfeile, um die alle zu töten, das wird nichts. Ich plündere einfach, was ich kann und hau dann wieder ab. Lagerfeuer? Was kann ich denn an einem Lagerfeuer machen? Achso, ich kann das Fleisch braten. Na gut, dann. Ja gut, das ist, ich fürchte leider, ich habe weniger Fleisch eingesackt durch meine diversen Maßnahmen. Dietrich verbraucht. Nebel, Rohstahl, Bolzen. Warum haben wir eigentlich alle Leute Bolzen? Ich kann mit Armbrusten nicht um. Naja, anscheinend ist die Armbrust die Waffe der Zukunft. Oh, eine Lampenölkiste, die brauche ich bestimmt für irgendwas. Ich meine mich zu erinnern, dass der große Vorteil an Armbrüsten noch der ist, dass Armbrustschützen leichter auszubilden sind als Bogenschützen. Weil die Armbrust ist ja an sich ein Gerät, wo halt irgendwie vorne Pfeil rauskommt. Das musst du halt nur kurz erklären und danach ist die Bedienung und das ganze Training für die Armbrust ist viel kleiner. So ein Bogenschütze brauchen wie so X. Abgebrochen. X. Na, verdammt. Abgebrochen. Oh, jetzt wird's kriminell hier. Also eine. 3 Kampfstäbe? Boah, wie alt ist das Wissen so nicht. So eine Armbrust braucht halt X Stunden zum Lernen und so ein Langbogen brauchen wie Y Stunden. So nicht. Und so weiter und so fort. Das dauert halt ewig irgendwie. Bis du so einen richtig guten Bogenschützen hast. Ja, das sind viel zu viele. Ich breche das hier mal an der Stelle ab. Wir machen hier mal nicht weiter. Kann ich vielleicht hier irgendwo im Lager pennen? Weil das Problem ist, glaube ich, dass hier gerade dunkel ist, oder? Draußen. Ja, die haben hier nur so. Na gut, dann rennen wir da mal raus. Ich könnte mich natürlich einfach nach Adair teleportieren. Ist es draußen schon Nacht oder nicht? Ich weiß ja jetzt gar nicht so richtig, wo ich bin. Jetzt ist immer noch Tag. Okay, gut. Vergiss, was ich gesagt habe. Sind die Räuber im Arsch, ob man gemütlich freispraten? Ja, die Räuber meinen das nicht so wirklich ernst. Wie gesagt, ich nehme an, dass das irgendeine Quest ist von irgendwo, dass ich die Räuber töten soll in der nahen Höhle. Da wird sich schon noch jemand melden, der das von mir möchte. Müssen wir wieder leveln hier. Ich würde das Räubernest jetzt ja auch sofort aufräumen, weil dann kriege ich bestimmt wieder Erfahrungspunkte für irgendwas. Aber es geht halt wirklich nicht, weil ich habe einfach nicht genug Munition. Da beißt die Maus keinen Faden ab. In 67 Schuss wird das nichts. Und da ich das so Leichen halt nicht plündern kannst. Krankheit übertragen, Licht. Krankheit übertragen, nicht. Das habe ich ja vorhin schon gefunden. Ob das wieder so ein Zauberspruch ist wie Rüstungsschwächen. Ein NPC-Zauberspruch. Hä? Hallo? Ja. Sieht ja übrigens mehr so nach Fechten aus, was ich da mache. Gut, jetzt haben wir einen Wolf Schuh gekriegt und ich habe dafür halt irgendwie ein Essen verbraucht. Ja, man kriegt dreimal eine Pfeile wieder. Ach, das, gegen diesen Baum sind die alle gegengekommen. Ich
ich verstehe. Mana-Pflanze. Die Pilze sind auch ungewöhnlich. Das sind die gleichen Pilze, die unter der Erde wachsen können. Aber die sind anscheinend so biologisch abbaubar. Quatsch, also so anpassungsfähig, dass die auch überhaupt der Erde wachsen können. Das ist faszinierend. Wir kommen übrigens nicht voran. Ich werde nicht leveln. Wie block ich denn eigentlich in diesem Spiel? Ja, na als ob. Das ist so dumm. Also wirklich. Ja, na klar. Kannst du mich umwerfen. Das ist so dämlich, wie ein scheiß Wolf mich umwerfen kann. Das nervt, würde ich damit sagen. Vor allem meine einzige Chance ist tatsächlich den... Hallo. Den Wolf zu staggern, ne? Für die XP, also wird es hier mit dem Level Up nix. Also kriege ich ihn anscheinend tot. Das finde ich halt einfach so lange drauf. Ich müsste einfach besser werden im Kämpfen. Ich brauche es gerade so ein bisschen, dass ich all meine Stadtpunkte in Stärke gesetzt habe. Die hätte ich noch brauchen können. Da hätten sie übrigens ein Ork-Lager. Das ist in der Nähe von Redorg. Ich glaube, die reden mit mir, ne? Kriege ich die Orks eigentlich tot? Das sind halt 4 Stück, ne? Aber am Anfang im Prolog habe ich ja auch die ganzen Orks tot gekriegt. Das habe ich in so einem Zaubersprüch dabei. Ach, guck mal. Feuerball. Der gute alte Feuerball. Ach, ich habe auch jetzt einen Teleportstein nach Redorg. Aber dann können wir nach Redorg teleportieren, wenn ich unbedingt wollte. Fernheilung. Blitzbeschwörung. Wofür möchte der Turm seine Feinde zu erschlagen? Mana kosten 100. Das sollte ich wahrscheinlich nicht tun, oder? Das brauche ich bestimmt noch für irgendwas. Und ihr wollt damit aufhören? Ich finde übrigens, es gibt viel zu wenig Spiele, die darauf reagieren, dass der Protagonist quicksaved. Oh, das sieht gut aus. Wir lassen das mal. Mit der BFG bestimmt. Ja, so irgendwelche random Orks auf offener Straße zu erschlagen, klappt also auch nicht. Wir machen das nicht. Wollt ihr wohl damit aufhören? Immerhin eigentlich saumäßig zivilisierter sind die Orks geworden. Was sind das eigentlich alles für Bilder? Und welche Wüstentempel sieht auch sehr interessant aus. Ende. Ja, hoffentlich nicht. Muss man den ja mal lassen, ne? Also wenn ich mich an die Orks aus Korinth erinnere. Das liegt bestimmt daran, dass das hier halt nicht die Orks aus Korinth sind, sondern die Orks aus zivilisierten Ländern. Ach, guck mal, hinten sind jetzt hier Holzfäller. Die jetzt quasi in Wurfreichweite von Redorg. Kümmer dich besser um deinen Kram. Ich will helfen, du Arsch. Ich muss arbeiten. Ja. Sagt er und hackte Holz. Also wenn eine Sache übrigens richtig laut im Wald ist, dann ist es Holzhacken, ne? Das ist wieder die Bundeswehr-Story. Wir saßen im Wald. Es war wie so nachts um 2. Und auf einmal kam die Durchsage, wir hackt Holz! Im Funkgerät. Denn... Hat es irgendwie kurz aufgehört, war eine halbe Stunde Ruhe. Dann hat es wieder Holz gehackt. Dann irgendwie war kurz wieder Ruhe. Dann kam wieder dieser, wer zur Hölle hackt da Holz? Und danach kam irgendwie Zug 2 sofort an vom Kompanieführer angetreten. Und dann war auf einmal sehr lautes Rumgelaufe zu hören. Und dann war sehr viel lautes Rumgeschreie zu hören. Und danach wurde nicht mehr Holz gehackt. Die Vermutung ist, dass die guten Leute aus dem zweiten Zug vergessen hatten, nachts sich genug Holz vorzubereiten für die Nacht. Und naja, das ist dann halt so geendet. Die mussten halt kurz das Holz nachhacken. Wo ich mich erst frage, womit die eigentlich gehackt haben, weil wir hatten keine Axt. Weil da hattest du diesen behinderten Spaten zum Hacken. Und der war nicht so richtig gut. Viele Kameraden haben beim Campen bei der Bundeswehr ihren Spaten verloren. Einfach für diese scheiß Bundeswehr-Klappspaten können gar nichts. Also ich weiß nicht, ob es überhaupt Klappspaten gibt, die wirklich darauf ausgelegt sind, mit den Hacken zu gehen, aber die bei der Bundeswehr waren es definitiv nicht. Lardo? Mensch, du siehst ja richtig mitgenommen aus. Ist dir eine Höhle auf den Kopf gefallen? Oder bist du die letzten Jahre auf einem Schiff eingesperrt gewesen? Irgendwie beides, aber mach dir nichts draus. Du siehst ja auch nicht viel besser aus.
Ja, die Orks haben mir übel mitgespielt. Ich wollte eigentlich nach Ardea, dem letzten freien Dorf in Methana. So frei war es gar nicht. Deswegen bin ich auch hier geblieben. Ihr habt da oben ja eine tolle Feier veranstaltet. Das hat sogar der Kriegsherr in Faring gehört. Meine Freunde und ich haben uns um die ungebetenen Gäste gekümmert. Was? Du warst da oben? Dann bist du vielleicht doch nicht so unnütz wie der Rest der wandernden Banditen. Wer sagt, dass ich ein Bandit bin? Ich hab dich vom Strand kommen sehen. Nur Banditen und Flüchtlinge laufen in diesen Tagen am Strand lang. Frag Lester, wenn du mir nicht glaubst. Er hat aber nicht mit euch gekämpft. Der ist vor kurzem hier angekommen. Welcher Bandit legt sich mit einem Haufen Orks an? Vielleicht bist du ja verrückt. Oder ein unglaublicher Glückspilz. Naja, eigentlich hast du ja einen ganz vernünftigen Eindruck gemacht. So von Weitem. Seltsam. Das gleiche habe ich auch von dir gedacht. Jetzt weiß ich aber, dass ich mich geirrt habe. Ich liebe solche Wortgefechte. Aber wahrscheinlich hast du dafür keine Zeit. Da hast du verdammt recht. Okay, hör zu. Ich bin nicht ganz ehrlich gewesen. Die Orks haben ihn nicht grundlos verjagt. Kein Wunder. Du siehst wie ein Dieb aus. Dieb? Ich? Lado? Nein, mein Freund. Ich bin Kronloyal. Also ganz kriegst du noch nicht hin. Das Problem ist halt, dass ich halt so ein bisschen versuche, die Stimme zu verstellen, damit es halt irgendwie mehr an Helden dran ist. Aber ich bin da halt echt nicht gut drin. Wirst, die Spaten waren klasse. Keine Ahnung, was du da erzählst. Du hast es einfach nur falsch gemacht. Der Trick war es, jemand anders machen zu lassen. Ja, mein Spaten war auch unversehrt am Ende der ganzen Geschichte. Ich habe das vollkommen richtig gemacht, nur die anderen Kameraden haben ihren Spaten verloren. Du hast einen großen Beutel. Spuck's schon aus. Was hast du anzubieten? Ich sehe schon, du bist wahrlich nicht auf den Kopf gefallen. Du scheinst auch kein Räuber zu sein, sonst wäre ich wohl schon tot. Hast ja ganz schön lang für diese Erkenntnis gebraucht. Also, was verkaufst du? Okay, hör zu. Ich verkaufe keine Sachen, ich tausche sie. Meist bleibt der Wert gleich. Ich tausche Waffe gegen Waffe, plus einem kleinen Entschädigungsbetrag. Schließlich muss ich auch von etwas leben. Ach, bevor ich es vergesse, es ist mein Prinzip, dass ich mit jeder Person nur einmal tausche. Dann lass mal hören, was Lado der Kronloyal zu bieten hat. Wichtiger ist, was du mir geben kannst. Ich habe ein Auge auf das Schwert geworfen, welches du hattest, als du vom Strand gekommen bist. Dein Bogen machte auch einen robusten Eindruck. Du meinst meinen Orkschlechter und den Jagdbogen? Ganz genau die meine ich. Darf ich sie mir einmal näher anschauen? Na, Finger weg! Du bekommst sie erst, wenn ich weiß, was du zu bieten hast. Öffne jetzt deinen Beutel, Lado. Ich werde langsam ungeduldig. Lass mich mal schauen. Ah, hier. Stäbe, Schriftrollen, ein paar Tränke, Werkzeug für erfolgreiche Schlossöffnungen, ein Degen und... Und? Hast du eine Ratte in deinen Beutel gefunden? Was? Nein. Ich hatte gerade überlegt, woher dieser Schild kommt. Du trägst ein Schild mit herum und hast es nicht einmal bemerkt. Ich tausche jeden Tag mit Dutzenden Kerlen wie dir mein Zeug. Den Schild habe ich wohl vergessen. Der ist aber auch leicht. Kommen wir zum Geschäft. Nun, ich würde deinen Bogen gegen den eben gefundenen Schild eintauschen. Oder dir für einen Orktöter einen Degen geben. Wenn du alles tauschen möchtest, kann ich dir einen zweihändig geführten Kampfstab und eine Schriftrolle anbieten. Wer hat sich den Scheiß hier ausgedacht? Also, das Ding ist halt irgendwie, ich glaube, die Texte schreiben, also das ist ganz schwierig, ich kann das auch nicht. So Dialoge schreiben, die sich halt irgendwie natürlich anhören. Weil das ist irgendwie. Also das klappt in den meisten Spielen irgendwie mal halbwegs überzeugend. Aber irgendwie, das hier hat gerade so ein bisschen RTL-Niveau. Und ich glaube, das liegt nicht an den Hobbyisten, die haben sich da wirklich Mühe gegeben. Aber das ist halt einfach schwierig, nicht RTL-artige Dialoge zu schreiben. Also ich meine jetzt die RTL-Nachmittagsshows.
Die, die es vor 15 Jahren gab. Ich weiß nicht, wie die heute aussehen. Nämlich, nehme an, die sind nochmal Nummer Assi geworden als damals. Ich habe eigentlich überhaupt kein Interesse an seinen Scheiß, ne? Irgendwie habe ich an keinen deiner Waffen Interesse. Du kannst Lado doch keinen Tausch abschlagen. Nein, wirklich. Ich bleibe lieber bei meinen jetzigen Waffen. Bei denen weiß ich zumindest, dass sie noch funktionieren. Du musst es ja wissen, aber hast du nicht vielleicht trotzdem 50 Goldstücke? Ich brauche doch auch was zum Leben. Hier, nimm das Gold und versauf's nicht. Garantiert nicht. Also das Ding ist, es hat uns halt 400 XP gebracht. Das wusste ich jetzt zwar vorher nicht, aber da ich mich mittlerweile ja damit abgefunden habe, dass irgendwie so 50 Gold nichts sind, weil die meisten Händler haben halt irgendwie 22.000 bei, ist das halt kein Problem. Das ist halt mein Ork schlecht, das ist halt bis jetzt die beste Nahkampfwaffe, die ich habe. Den Bogen hätte ich tatsächlich vertauschen können, aber er hat halt nichts im Gegenzug anzubieten, was mich irgendwie auch mal anders was interessiert. Scheiße, was ist denn dumm Schild? Das Einzige, was jetzt interessant gewesen wäre, wenn der Schild ja so wie mehr wert gewesen wäre. Aber ich glaube, die Schilde sind auch weniger als 50 Gold. Wer hat Lester noch was Neues? Wir reden später. Halt ab! Der faule Lester sitzt hier am Feuer, lässt sich gut gehen und ich muss hier die Welt retten, oder was?